heute. Heute machen wir eine Foodtour und heute haben wir auch einen Kameramann. Willst du es zeigen? Ja, souverän, wirklich. Wir klappern so ein, zwei, drei Läden ab. Ja. Wir wissen noch nicht, was wir genau alles essen. Das sind meine Läden, Ich zeige euch, ihr habt doch noch nirgendwo gegessen. Also der Kameramann Emre zeigt uns auf jeden Fall die Läden, wo wir hingehen. Wir waren noch nicht da, das kennen sehr, sehr viele schon. Also ist in Berlin sehr bekannt auf jeden Fall. Aber wir waren noch nicht da, deshalb zeigt Emre uns das jetzt. Wir klappern zwei, drei Läden ab. Wir werden auf jeden Fall zu Iftar da sein und dann seht ihr, wo es hingeht. Ja, ich habe Hunger und Durst. Ich auch. Bock drauf. Alhamdulillah. Also wie gesagt, die Berliner kennen es schon, ist nichts Neues. Aber wir waren noch nicht da. Hey, die stehen da ganz hinten sogar, ne? Manches. Wir haben jetzt so einen Pieper bekommen. Wenn unsere Bestellung fertig ist, dann piept das. Und dann gehen wir rein, holen uns ab. Und dann suchen wir uns ein kleines Plätzchen, wo wir das essen können. Aber ich gucke mich gerade um und irgendwie sehe ich nichts. Wir werden schon was finden. Wir sehen uns gleich beim Essen. So, Emre, was haben wir jetzt da? Guck mal. Weil ihr seid irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, wo ihr aufgewachsen seid, in Düsseldorf oder so. Aber diese Tacos, dieses Fleisch wurde in dieser Suppe drin gekocht, stundenlang. Und das müsst ihr da reintunken, okay? Ich möchte nichts anderes sehen. Wenn ihr einfach so reinbeißt, seid ihr für mich gestorben. Absolut. Okay? Okay, ciao. Oh, das sieht schon ölig aus. Ja. Ist auch. Und das sind die Sandwiches? Genau, das sind die Chicken Sandwiches. Das sind die Sandwiches und hier sind die Tacos. Oh mein Gott! Das sieht so lecker aus! Ich bin so aufgeregt. Guck, erste Mal, wir haben zwar irgendwie verpasst, dass dieser Laden existiert, obwohl wir haben eigentlich davon gehört, wa? Ja. Aber wir sind irgendwie nie dazu gekommen, hierher zu kommen, weil kein Bock. Ist eure, das muss auf den Burger rauf, ne, damit ihr Bescheid wisst. Ich bin tot, ist aufgeregt, ne? Ist schon Iftar? Ja. Oh Mann. Jetzt ist Iftar, du darfst abbeißen. Ja, erstmal pur, gucken wie es schmeckt, okay? Okay, erste los. Bitte. Und? Sei ehrlich. Sei ehrlich. Mach mal, guck mal jetzt. Wenn mach mit Soße. Unglaublich lecker. Oh mein Gott. 10%. Also Leute, wir haben uns jetzt hier hingepflanzt, einfach auf die Schnelle, weil wir keine Zeit mehr hatten und essen jetzt hier. Erster Biss von dir. Sei mir ehrlich, was sagst du dem Geruch erstmal? Riecht auf jeden Fall interessant, oder? Ja. Okay, beiß rein. Ich beiß erstmal pur und danach mach ich mit Suppe. Mach. Ah. Mein Gott. Oh mein Gott. Ganze Kinn voller Dings. Öl und so. Oh mein Gott. Jetzt schnell mit Dings Suppe. Probier's. Ich habe doch nicht zu viel versprochen, oder? Jetzt haben wir die Sandwich hier. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr saftig aus. Sieht sehr gut aus, auf jeden Fall. Erster Biss. Und? Ich glaube, ich bin mein eigener Vater. Das kann ich dann stoßen. Ich mache jetzt diese Special Soße, was auch immer das ist, hier rauf. Das ist Hot Honey Mayo. Hot Honey Mayo mache ich jetzt hier rauf. Oh mein Gott, das sieht so lecker aus. Und? Die ist sehr stark. Ich habe die dreimal scharf. Also es gibt einmal scharf, zweimal scharf und dreimal scharf. Die haben zweimal scharf gehabt, ich habe dreimal scharf gehabt. Jetzt probieren wir. Mm. Ich habe kein Hähnchen. Noch ein bisschen. Mm. Jetzt schnell mit der Soße. Oh, die ist wirklich scharf. Bro. Cut. Also, jetzt kommen wir zum Rating. Meins war, also dieser Burger war richtig scharf, ich brenne immer noch, aber es hat
Es war wirklich ein 10 von 10. Ich habe Liebe empfunden zu diesem Burger. Die Tacos waren für mich eine 8,5 von 10. Wenn ich das nächste Mal wiederkomme, dann würde ich nur den Burger holen und nicht die Tacos. Bei mir ist anders. Ich würde genau so diese Konstellation wiederholen. Also Tacos und Burger. Und dann diese Soßen dazu. Richtig krass. Also schmeckt schon echt lecker. Wer es noch nicht kennt, auf jeden Fall mal hinkommen. Ich weiß nicht, ob es zu laut ist, aber wir sind gerade bei Goldies und essen jetzt Pommes und probieren auch den Chicken dazu. Wow. Ich habe mir jetzt ein Stück von Hähnchen abgenommen. Er hat gerade Trüffelpommes probiert und es schmeckt ihn. Wir hatten halt dieses Butter Chicken oder was auch immer das war. Dann hatten wir einmal Garlic, Petersilie, irgendwas Pommes und einmal Trüffelpommes. Und Trüffelpommes war ganz klar eine 10 von 10. Safe. Das Hähnchen war auch gut, aber ich würde jetzt nicht nur wegen dem Hähnchen dahin gehen. Wegen Pommes hingehen so. Ja. Jetzt geht's zu Angry Chicken. Spaß, bin voll. Ich kann nicht mehr. Wir gehen jetzt nur noch was Süßes essen. Das zeigen wir euch auch gleich. Und danach. Ab nach Hause. Ja, ich kann nicht mehr. Jetzt haben wir von hier Cookies geholt. Einmal, was war das? Cookies and Cream? Boston. Und einmal Boston Cream. Wir probieren. Okay. So, der erste Biss. Oh, der Bock. Das ist so weich. Brot ist weich. Mmh. Okay, direkt die nächste hinterher. Ja, ist es. Beide krass, aber mir gefällt der mehr. Warte, ich will mit dieser Creme. Oh mein Gott, das sieht so lecker. Mhm. 1 bis 10. Mhm. Geil. Ich brauche eine Nummer. 10. Fazit, ich habe keine Lust mehr, ich bin komplett voll. Kann ich. Emre? Fazit. Alles, was wir bei Goldies nicht geschafft haben, haben wir jetzt mitgenommen. Das essen dann meine Brüder. Und ja, ansonsten war alles eine 10 von 10 eigentlich im Grunde genommen. Er hat eine gute Arbeit geleistet, auch wenn er nicht der beste Kameramann war.